Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Projekt hier bei mir. Final Fantasy 1. Ich spiele die GBA-Version, weil die Version, finde ich, von der Grafik her sehr annehmbar. Und Rückwurf neues Spiel. Keine freien Schweißlisten mehr vorhanden, ja, weil ich das schon vorher mal gespielt habe im Stream, aber okay. Wir spielen es hier. Wählen wir hier. Also, erstmal, wir können hier zwischen ein paar Klassen aussuchen. Der Krieger, erfahrener Kämpfer, der gekonnt mit Schildern, Waffen umgeht. Dieb, leichtfüßig und flink, verwirrt der Dieb jeden Gegner. Der waffenlose Kampf ist sein Metier. Cool, Metier. Der Rotmagier beherrscht die schwarze und auch die weiße Magie. Schwarzmagier. Die Zauber des schwarzen Magiers richten großen Schaden an. Mit Weißmagie unterstützt die Heilerin ihre Gefährten. Ich bin überlegen. Ich nehme wahrscheinlich den Dieb, weil ich liebe Diebe in RPGs und das ist genau mein Ding. Wir werden natürlich eine schöne Heilerin neben uns haben. So muss das sein. Und ich mache wirklich mal Classic. Ich nehme dann den Krieger. Er muss viel aushalten können. Ich würde gerne den Schwarzmagier nehmen. Dann hätten wir so eine schöne Kombi. Aber ich nehme dort den Novizen. Weil der Novize bzw. der Mönch ist ein sehr starker Charakter, die keine Waffen brauchen. Er macht wirklich sehr großen Schaden bei Bossen. Und das brauche ich. Der Schwarzmagier ist zwar nett, aber naja, nur nett. Deswegen nehme ich den Mensch. So. Können wir den Namen eingeben? Natürlich ist unser Hauptcharakter, soll wie wir heißen, der gute Nau. Unsere Magierin? Oh, passt der Name da überhaupt? Nämlich. Nach einem sehr wichtigen Menschen für mich. Arina. Ah, passt glaube ich nicht so. Ja, dann mit zwei I. Mit zwei R meines. Arina. Eine sehr gute Freundin von mir, die Rina. Eine sehr, sehr gute Freundin. Und die Arina, weil sie gerade so Piraten mag. Und ich mag Piraten. Und ach, da passt alles schon so gut. Piraten sind geil. Eine Piratenheilerin. Hat noch nie ein Game gehabt, aber Piratenheiler. Piratenweißmagierin. Beste überhaupt. Der Krieger. Nehmen wir mal dafür den Jaco. Ja, den Jaco XLP. Ein bekannter YouTuber hier auf YouTube. Relativ bekannt. Früher bekannter als jetzt. Leider. Und ja. Ich nehme dafür jetzt mal den Jaco. Und der Novize. Das wäre jetzt nach meinem Cousin, nach meinem Bruder, nach meinem besten Freund. Eine meiner wichtigsten Personen, meine wichtigste Person, so für mich ist meine beste Freundin, die Arina. Aber ich nehme den Marco. Now, Arina, Jaco, Marco. Ein schönes Team. Damit können wir beginnen. Ich muss noch hier erklären, die Helden, die es hier auswählt, das ist ganz anders als bei anderen Final Fantasies, weil hier haben wir praktisch stille Helden. Das heißt, wir haben kaum Story mit den Helden an sich, mit den Charakteren. Wir haben eine Story um die Geschichte selbst, aber unsere Helden haben keine Charakterzüge oder sonst was. Wir sind stille Helden, stille Kämpfer und wir müssen das Reich damit retten. In anderen Final Fantasies wird es anders sein. Ab dem zweiten gibt es auch Story, was ich sehr begrüße auf jeden Fall. Und wir beginnen das Abenteuer einfach mal. Starten wir. Möchtest du mit dieser Gruppe auf Reisen gehen? Ja, natürlich.
Ja, hier sind wir. Ich habe nichts vorgelesen, denn ich finde, das hat schon eine schöne Stimmung und da will ich gerade nicht mit meinen stümperhaften Auftreten hier was da reinfuschen. Hier in die Stadt, so sieht das Game aus. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Das hat alles was, das hat Stil. Ach, das ist einfach ein schönes Game. Auf jeden Fall. Ich werde in diesem Game hier die Story lineal machen, sage ich mal. Es gibt auch Bonus-Dungeon und so weiter. Die finde ich aber sehr schwer, muss ich sagen. Ich kann vielleicht ein paar Mal probieren, aber ich finde die sehr schwer. Und ich glaube, muss niesen. Nein. Seine Majestät ist verzweifelt auf der Suche nach den legendären Kämpfern des Lichts. Haltet ein! Sind das Kristalle in euren Händen? Bitte folgt mir zum König. König? Hat keinen Namen, okay. Reisende, ist es wahr, dass ihr die Kristalle euer eigen nennt? Yo. Die Prophezeiung Lukans. 4 Kämpfer mit 4 Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dieser Dunkelheit überschattet ist. Okay. Alles klar. Majestät, es wurde nichts überstürzen. Wir haben keine Gewissheit, ob es sich tatsächlich um die 4 Kämpfer aus der Prophezeiung handelt. Doch, wie kann ich diesen Wink des Schicksals ignorieren? Just in diesem Augenblick stehen 4 Kämpfer vor meinen Augen. Ihre Kristalle sind mir Beweis genug. Kämpfer des Lichts, ich flehe euch an. Meine Tochter, Prinzessin Sella, ist entführt worden. Es klingt nicht so wie Zelda, es ist Sella. Garland, einst Ordensritter unseres Königreiches, entführte ihre Majestät und streckt seine gierigen Hände nach dem Thron aus. Er hält sich im nördlichen Chaos-Tempel versteckt. Unsere Bemühungen, Prinzessin Zella zu befreien, scheitern kläglich. Keiner unserer Ritter kann sich mit Garland messen. Mir kam zu Ohren, dass euch eure Reise in den Norden führt. Die Brücke zum nördlichen Kontinent ist seit langem eingefallen. Sollte es euch gelingen, Sellas zurückzubringen, werde ich den Bau einer neuen Brücke anordnen. Mögen euch eure Kristalle schützen. Erstmal hier, toller König, weißt du... Die Brücke ist kaputt, wo auch wahrscheinlich ihre Bewohner halt nicht mehr so raus können, da aus dem Königreich, nur ohne ein Schiff. Und er... Naja, er erpresst uns und sagt so, ja, ihr wollt da durch, ne? Ich hab eine kaputte Brücke. Wenn ihr mir einen Gefallen tut und die Prinzessin rettet, von einem Oberbösewicht, dann könnt ihr hier durch, ne? So, jetzt gucken wir nach Waffen. Wir können eigentlich Rapier... Stück kaufen. Okay. Stab hat schon unsere kleine Arena. So, muss ich mit der Steuerung ein bisschen vertraut machen. Okay, rüsten wir uns erstmal hier aus mit einem Rapier. Auch ein Rapier. Und nun kommt das Wichtigste. Er hat einen Stab. Er kann auch einen Nunchuck tragen, wie es heißt. Aber wir legen das ab, weil... Oh mein Gott, er hat einen Angriff mehr. Ja, Mönche bzw.